13.13 Uhr Saisonabschluss im Slalom. Morgen steigt das allerletzte Rennen des Winters, der Slalom. Um 10.45 Uhr geht es hier in Arre los. Eine Frage bleibt noch offen: Kann Marcel Hirscher den alleinigen Rekord für meisten Saisonsiege aufstellen? Die Frage gibt es hier beantwortet. Bis dann, 13.10 Uhr, Schmidt macht Plätze gut. Der zweite Durchgang lief für Alexander Schmidt optimal. Der einzige deutsche Starter holte Plätze auf, es für Weltcup-Punkte brauchte und erzielte als 14. das zweitbeste Winterergebnis. Nach der Rückkehr von Stefan Luiz und Felix Neureuther dürfte Deutschland ein starkes Team in den technischen Disziplinen stellen. 13.08 Uhr Meja kratzt am Podest. Meja eröffnete den Schlusskampf und setzte Großen im Geschäft ordentlich unter Druck. Platz 4 ist ein absolutes Top-Ergebnis, das der Schweizer motiviert mit in den nächsten Winter nehmen kann. Die 14. Rückstand waren am Ende dann doch relativ deutlich. Dazu holten Justin Murisier, 9. und auch Marco Odermatt, 15. ein paar Weltcup-Punkte. 13.06 Uhr SV hält Hirscher, Fehler bleibt 10. ist der absolute Weltstar, dafür gesteht man Hirscher im österreichischen Team gerne ein paar Besonderheiten ein. In seinem riesigen Schatten konnte sich Manuel Feller nicht mehr verbessern und bleibt 10. 13.04 Uhr Christoffersen wieder 2. Muffat landet stark. Zum 6. Mal landet Henrik Christoffersen auf dem 2. Platz im Riesenslalom. Dazu kommt noch das Olympiasilber. Gegen Hirscher ist halt kein Kraut gewachsen, auch wenn der Norweger den stärksten Konkurrenten in SEM Winter gespielt hat. Das Podium komplettiert Viktor Muffat-Jandet, der erstmals auch im Riesenslalom auf dem Treppchen steht. Toller Saisonabschluss, 13.01 Uhr Hirscher historisch, Ingemar Stenmark, Hermann Mayer und jetzt Marcel Hirscher. Dieses Trio hat es geschafft, in einer Saison 13 Weltcupsiege zu feiern. Hirscher ist einfach der perfekte Riesenslalom-Fahrer, nur einen echten Riesenslalom konnte sich ein Konkurrent sichern. Glückwunsch, Hut ab, Skiwelt verbeugt sich. 13 Uhr Marcel Hirscher, AUT, keine Chance für Christoffersen. Der Norweger bleibt, trotz eines überragenden Winters, im Riesenslalom ohne Sieg. Hirscher macht es sogar noch spannend, sein Vorsprung ist zur Hälfte schon klar geschmolzen, wieder ist es Schlüsselstelle beim Übergang ins Steilere. Dann brilliert Hirscher, behält aber Kontrolle über den Lauf und siegt mit über 2/10 Vorsprung. 12.58 Uhr Viktor Muffat-Jandet FRA, was für ein Duell. Muffat-Jandet fährt überragend und leistet sich nur einen kleinen Fehler, der nicht viel Zeit kostet. Im Ziel wird es extrem eng, der Franzose war heute brutal stark und muss sich Christoffersen um 3 winzige Hunderstel geschlagen geben. 12.56 Uhr Henrik Christoffersen, NOR, mal wieder eine Ansage an Hirscher. Trotz Problemen an der rechten Hand attackiert Christoffersen kompromisslos, setzt sich klar ab und behält Führung auch bis ins Ziel. Mit fast einer halben Sekunde Vorsprung geht der Norweger in Führung. Laufbestzeit 12.55 Uhr San Kranjek SLO. Kranjek kann schon mal nicht mithalten. Bei der Einfahrt in den Zielhang gerät der Slowene etwas weit nach außen. Das ist zwar kein großer Fehler, kostet aber Zeit und reicht deutlich nicht für Führung. Meja vorne, Kranjek 2. 12.53 Uhr Leuch Meja SUI. Der Kampf ums Podium ist eröffnet. Meja legt vor und beginnt stark, der 21-Jährige bleibt locker und knallt eine Wahnsinnszeit auf den Schnee, mit 9/10 Vorsprung pulverisiert Meja bisherige Spitzenzeit. Übrigens auch schnellste Laufzeit im 2. Durchgang, 12.52 Uhr Alexis Pinturault FRA, oha, der Bronzegewinner von Pyeongchang ist draußen. Pinturault muss an der Schlüsselstelle im oberen Teil einen weiten Schwung nehmen und rutscht weg am Tor vorbei. 12.51 Uhr live Christian Nestwohl-Taugen, NOR, Lokal Matador Olsen darf weiter in der Leadersbox bleiben, weil sich Haugen Zeit durch einen Patzer kurz nach dem Start zerschießt. Auch wenn Fahrt des Norwegers danach gar nicht schlecht ist, reicht Zeit nur noch für Platz 7. 12.50 Uhr Mats Olsen SWE. Dieses Weltcup-Finale bietet nochmal ganz viel Drama und Adrenalin. Olsen startet ordentlich, ackert sich durch den Zielhang und schießt zur Freude seiner Landsleute auf den Tribünen mit 200stel Vorsprung über Linie. Extrem eng alles. 12.49 Uhr Thomas van Ara FRA, die Routiniers haben C kurzen Läufe einfach drauf.
Nach Ligeti zaubert auch der 36-jährige Van Ara eine blitzsaubere Fahrt hinunter und geht